Gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Squad Builder Battle. Heute wieder Generation Squad Builder Battle mit meinem Bruder. Was geht bei dir? Mit mir anstatt. Alles fresh bei dir. Ich hoffe doch, Leute. Checkt lieber den zweiten Kanal von meinem Bruder aus. Links in der Beschreibung. Heute mit KK. Zwei Kanal von meinem Bruder. Check den Kanal von meinem Bruder aus. Heute mit 90er. Hast du auch den 90er KK drin? Ja, ne? Ja, ja, klar. Ja, gut, das ist der beste, Leute. Ja, es gibt auch einen 86er oder 87er, ja. Leute. Wir machen heute wieder ein Generation Squad Builder Battle. Wir nehmen nur Spieler in FIFA 10 dort herum. Wir können natürlich am Ende leider kein Spiel machen, aber ihr kennt das Ganze ja. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Macht die 5 Likes voll und gibt es hier noch weitere Folgen von dieser Serie. Und das Wichtigste, schreibt in die Kommentare, welchen Spieler ihr beim nächsten Mal sehen wollt, ja. FIFA 10 gab so kranke Spieler, ohne Witz. Ich habe da wirklich Bock drauf. Schreibt es unten rein, Leute. Und checkt immer noch gerne den Shop aus, ne? Nice Designs, in schwarz, in weiß, als T-Shirts, Pullover, wie man rot, orange, grün und blau in den 4 Farben. Gerne abchecken. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe haben wir noch am Start, ne? Die Handyhüllen auch wie immer am Start, Leute. Orange, blau, rot und grün. Und gratis. Autogrammkarte gibt's auch wie immer. So sieht's aus. Also abchecken, wenn ihr Lust habt. Ich danke euch. Du kannst eigentlich schon hochhalten, ne? Wir fangen ja. Oder du fängst an hochzuhalten. Hält schon hoch. Ja, ja. Der ist schon. Na, der ist schon bereit. Okay, Sturm ist jetzt schwer, ne? Weil wir natürlich mit KK Mittelfeld anfangen. Deswegen. Rechter Flügel habe ich den guten. Navas, okay. Jesus Navas, der früher richtig stabil noch unterwegs war. Dann im Sturm habe ich Fabinho. Okay. Mal kurz schauen, ob der so geschrieben wurde. Fabinho, also nicht der Fabinho, der jetzt bei Fabiano. Ach Quatsch, nicht Fabinho. Fabiano, sorry. Fabiano, Alter, ist ein anderer. Hat stabile Werte. Und links, der war früher noch im linken Flügel unterwegs. Denkt man heutzutage gar nicht mehr, wenn man sein Tempo sieht. Aber war so, früher war er schnell. Und zwar der gute Juan Mata mit 87 Tempo. Mittlerweile ist er ZM und hat nur noch irgendwie so 50, 60 Tempo. Ja, Mann. Ja, das sind meine Spieler. Hau raus. Mein Arsch. Wen ich hatte im Sturm, dachte ich, dass du Ibra nimmst, auf entspannt. Wegen rechts Messi. Hätte ich mir denken können. Aber links, linker Flügel habe ich Mata tatsächlich hingeschrieben. Echt? Digga, what the fuck, Alter? Wie kommst du auf Mata? Shit. Okay, nice, Alter. Okay, erster Bronze-Spieler. Scheiße, Alter. Wie kommst du auf den. Hey, Digga, jetzt muss ich Bronze-Spieler reintun. Okay, Marta hätte ich nicht gedacht. Aber ich kann sagen, ich habe schon mal, ich tue hier mal, ich halt hoch, mach deine Spieler. Ich habe auch einen Spieler aufgeschrieben, den du, oh, Alter, Mensch, ich muss mir echt einen roten Stift holen, Leute. Man sieht den grünen Stift kaum, aber hier, so sieht man es. Okay, auch raus. Okay, mein rechter Flügel ist ganz traditionell. Der gute alte Messi, ja. So, 95er Messi, ey, damals echt stabil unterwegs gewesen. Das stimmt. In der Mitte habe ich den, muss man jetzt vielleicht nicht erraten, wenn man jetzt schon mal Messi hört, habe ich einen guten alten David Villa. Keine Ahnung, nice. kann man schon mal erraten, aber ja. Muss man nicht. Und auf dem linken Flügel dachte ich mir klassisch, weil ich es auch gerade schon bei dir erraten habe, Copy-Paste, habe ich einen schönen Mata raus. Deshalb war mir das so klar, dass der so gut linkt, deshalb habe ich ihn auch aufgeschrieben gehabt. Aber ja, Messi habe ich... Ehrlich gesagt, habe ich mir schon gedacht, wo du Mata bei mir genommen hast, habe ich mir gedacht, wie kommt der auf Mata? Dann muss er ihn ja, eigentlich selber gehabt haben. Du hast ja vorher haben. Schon geschrieben, du hast jetzt ja nicht. Nee, du hast was geändert. Habe ich auch nicht. Nein, ich habe es nicht geändert. Ich habe aber auch Mata aufgeschrieben, weil ich weil ich gedacht habe, ja, ich wusste nicht, wie ich linker Flügel nehmen soll. Da habe ich bei mir im Team Mata gesehen, habe ich gedacht, schreibe ich auf Nummer Risiko auf. Dann habe ich Higuain im Sturm und Lionel Messi habe ich auch noch aufgeschrieben. Let's go, Alter. Zwei erraten, Alter. Das ist heftig. Das ist wirklich gut. Dafür, dass man ja keinen Anhaltspunkt hat wegen KK als ZM. Nice, ey. Okay, wir kommen diesmal ja nur zwei Mittelfeldspieler. Ne? KK ist ja schon am Start. Zu den zwei Mittelfeldspielern nun momentan führe ich. Mal schauen. Ab geht's. So, die zwei Mittelfeldspieler. Irgendwie hat meine Facecam gerade so, gerade so einen halben Wackelkontakt gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Aufnahme seht. Da kurz, schon wieder, Alter. Die zuckt die ganze Zeit. Ey, meine Webcam ist die ganze Zeit so am Zucken. Jetzt geht's wieder. Egal. Wir kommen zu den zwei Mittelfeldspielern. Hält schon hoch. Ich hält hoch. Ich muss das hier in die Ecke machen, weil ich in die Ecke vom Blatt geschrieben habe. So. Okay, also kein Ding. Stell scharf, ey. Ich habe rechts den guten. Der war damals richtig heftig, Alter. Und zwar Fabregas. Fabregas? Fabregas, okay. Ja. Mhm. Als 89er ZDM-Karte. Und links, ey, der hat so eine legendäre Frisur. Spielt heute noch. Auch eigentlich noch stabil. Der muss damals noch relativ jung gewesen sein. Und zwar Banega. Ey, der hat da so eine chillige Langhaarfrisur, Alter. Ohne Witz. Richtig entspannt sieht das aus. Ja, das sind meine beiden Spieler. Hau raus!
Ich hatte Alonso und Granero. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich dachte, ja, der ist auch bei Real gewesen. Junger Spieler. Ja, Granero hat auch eine witzige Frisur, deshalb dachte ich mir, okay. Granero? Ich habe Granero sogar kurz gesehen, Alter, aber nee. Okay, bleiben beide am Start, dann schauen wir mal, das sind meine beiden Spieler. Ja, also ich bin richtig offensichtlich gegangen, ja, also das muss man ja, so aber ich nicht so. Also was heißt ich nicht so? Schon ein bisschen stark. Ich guck mal, ob ich den also so direkt finde. Ne, was mache ich hier? So. Links habe ich den guten. Ach, mein Gott, immer dieses Suchen. Den guten alten Santana. Ja, Santana, Alter. Hab ich sogar auch gesehen, Alter, aber der ist Brasilianer, ne? Ja, und rechts, ganz klassisch, den guten alten Xavi. Lass mich auf entspannt, stelle ich den mal rein. Ist zwar offensichtlich wegen Messi, aber. Ja, stimmt, ey. Ich dachte, ja, ich sag mal was so. Hast du auch geschrieben? Ich bin mit zwei offensichtlichen Spielern gegangen. Deswegen war Santana halt, war zu schwer. Also auch wenn ich ihn kurz gesehen hatte, weil er auch Brasilianer war, bin ich nicht aufgeschrieben. Aber ich habe Iniesta und Xavi aufgeschrieben, Alter. Ja, Mann, ich habe beide aufgeschrieben, auf Risiko, dass du einen davon mitnimmst. 3-1. Oh, ey. Krass. Also könnte sein, dass ich das Ganze hier mal gewinne. Ja, ich du hast meinen Flügel auf Marta erraten. Aber es wird jetzt schwer aufzuholen, Leute. Ja? Wir machen die beiden Außenverteidiger. Mal sehen, Alter. Ja? Letztes Mal hast du gewonnen, vielleicht gewinne diesmal ich wieder. Mal sehen. Wir kommen zu den beiden Außenverteidigern, Leute. Let's go. Ab geht die Post. So, wir kommen zu den beiden Außenverteidigern, Leute. Also muss jetzt, ich sag mal so, einen musst du eigentlich jetzt erraten, ne? Weil sonst, ich muss erst mal schauen, wen ich hatte, sonst wird's kritisch für dich. Einen musst du jetzt irgendwie raushauen. Hält's hoch? Ah, ich muss kurz gucken, wegen, ich hab OBS geschoben. So, jetzt. Ja, wie ist es da? Also ich kann es gar nicht sehen, weil ich bin im Kopf. Ich habe es absolut schlecht geschrieben, weil ich das in so ein kleines Kästchen schreiben musste. Egal. Ach, scheiß Blatt verschwenden sonst nicht. Links. Hältst du? Ja. Also bist du bereit? Ja, schreib doch. Links. Schreib doch. Was soll ich schreiben? Links habe ich Maxwell. Damals noch bei Barcelona gewesen. Maxwell, ja. Und 187 Neust. Vorher noch bei Barca gespielt, jetzt 187 Neust transferiert. Und links, auch früher richtig kranken Verteidiger oder Außenverteidiger, oder er war auch mal Innenverteidiger, dann ab und zu. Bakary Sagna, damals bei Arsenal gewesen, richtig auffällig, weil der halt Fabregas linkt. Also, ich sag mal so, Ding könnte man schon haben, Alter. Könnte man, an guten Tagen könnte man den haben. An Tagen wie diesen. Hab ich Sagna erraten. Ja, links hast du mich getrickt. Ich dachte, du nimmst da schön Mathieu auf entspannt, weil Mathieu ist echt gut damals gewesen. Der ist heftig, ne? Ich hab den auch gesehen, ey. Ich glaube, ich hatte den sogar, aber das hat irgendwie chemietechnisch nicht gepasst. Vorher ganz offensichtlich, wie du ja schon gesagt hast, hatte ich Mathieu. Sagna habe ich natürlich noch aufgeschrieben. Sagna hatte ich aufgeschrieben. Scheiße, hab ich mir schon gedacht, aber ich wollte Sagna einbauen, damit ihr mal seht, wie krass der so früher war bei Arsenal, Alter. Richtig geil. Jetzt wird's nochmal spannend, Alter. Willst du einfach nur raus? Ja, nein, Alter, ohne Scheiß, ich wollte den echt unbedingt einbauen. Okay. Jetzt wird's spannend, denn ich habe einen zweiten Bronzespieler. Ja gut, ich sag mal so, ich bin bei dir auch einmal ein bisschen auffällig gegangen und einmal halt nicht so auffällig. Ja okay, bei mir rechts fange ich mal ganz klassisch an, die Zuschauer sehen es jetzt schon. Habe ich den guten alten Dani Alves, auch absolut offensichtlich. Boah, Digga, krass, aber so eine 90, ne? Hatte der, ne? Oder hat er? Oh, heftig, ey. Den hast du wahrscheinlich sogar safe aufgeschrieben. Und links, das war jetzt nicht so offensichtlich, weil er jetzt nicht eine krasse Karte hat, sondern eigentlich nur so eine mittelmäßige Karte. Und zwar habe ich da Lopez aufgeschrieben, 76er. Von Lopez, Atletico damals noch. Okay, krass. Ich habe Maxwell links. Santana zu linken. Ja. Ja, okay, ich habe links Maxwell aufgeschrieben, weil er auch Brasilianer ist, hätte auch Santana gelinkt. Und rechts habe ich ganz, ganz offensichtlich leider nicht Dani Alves, sondern Sergio Ramos. Ey, scheiße, Alter. Ich hatte Ramos sogar drin, nur echt? ich hab den mit heute verwechselt. Ich hatte ihn dann in der Innenverteidigung. Also, ja gut, kann man auch mal machen. Das war's dann, Leute, von den Außenverteidigern. Wir kommen zu den letzten drei Spielern. Eine Entscheidung wird jetzt gleich kommen. 3-2, es wird spannend, ab geht's. So, die letzten drei Spieler, Leute. Entscheidung wird es jetzt also geben. Boah, du könntest noch aufholen, ne? Du könntest noch aufholen. Wenn ich jetzt alle drei rate, kann ich sogar noch gewinnen. Und einer ist halt auch wieder übertrieben offensichtlich. Oder vom Ding her, wenn du, also einen kannst du nicht haben, mit dem fange ich mal an. Die anderen beiden könntest du vom Ding her sogar beide haben. Weil wenn du einen von beiden hast, wirst du wahrscheinlich beide haben. Ja, okay, also so, die beiden musst du eigentlich zusammen. Also ich halt hoch. Der, Alter. Der wird mit, ich halt hoch. Ja, halt hoch. Wo ist der, Alter? Wie wird der geschrieben, Alter? Wellington. Ich dachte Wellington. Wellington heißt der. Wellington.
Bei Malaga, okay. Brasilianer brauchte ich halt. Eigentlich stabile Werte, 77 rated undercover. Und dann, ja, richtig offensichtlich auch übertrieben krass gewesen damals. William hieß der, ne? Mit Vornamen, glaube ich, oder? Ja, William, genau. William Gallas. 82 Tempo als Innenverteidiger, heftig. Bei Arsenal damals. Link natürlich jetzt nicht mehr, weil Sanja fehlt. Und im Tor musste ich dann auch über Arsenal gehen. Und zwar über Almunia hieß der Kollege. Almunia. Also ich sag mal so, wie gesagt, wenn du, okay, einen von beiden hast, könntest du beide haben. Deswegen, das könnte kritisch werden, ey. Das könnte echt kritisch enden für mich. Ich kann dir mal schon so sagen, ja, ich hab keinen. Ehrlich? Ich dachte, oh, ich dachte, du machst das schlau. Okay. Aber ich hab dich wieder überschätzt, ja, ey. Ich dachte, ja, du nimmst Albiol, ja, um Kaká zu linken. Nimmst dann, ja, ja, wie heißt der? Squilashi oder so heißt er dann. Der ist nämlich Franzose in der La Liga. Und dann nimmst du, okay, Casillas im Tor. Damit hättest du auch 100 Chemie gehabt. Ja, okay, wäre auch eine Option gewesen. Ja, manchmal. Ach shit. Ey. Manchmal, wenn man zu offensichtlich geht, dann denkt der andere nicht, dass er so offensichtlich dumm kann man nicht gehen, denkt der andere dann sich, Alter. Das ist manchmal besser. Ja, ich dachte, okay, nie, nice, dass du das jetzt noch jemanden aus Arsenal dann nimmst. Ich will jetzt nicht die Spannung rausnehmen, aber ich habe schon gewonnen. 3-2 kannst du ja nicht mehr aufholen. Schon, aber wir machen trotzdem schon natürlich noch deine letzten drei Spieler. Das sind meine, ja, drei, die ich auch gewonnen. Ich habe rechts, also auf der rechten Innenverteidigung, die Legende himself hat Deutschland damals rausgekickt. Puyol, ne? Standard, kann man richtig easy erraten. Brauchst du nur Dani Alves sehen. Hast du eigentlich sofort, hast du einen Safe wahrscheinlich auch aufgeschrieben. Links, ja, weiß. Links, da hatte ich zuerst aus Versehen Ramos stehen. Kannst du dir wahrscheinlich schon denken, warum, wenn du das Team siehst. Und hab mich dann aber umentschieden, und zwar den guten alten, aggressiven, immer rote Karte Pepe. Ja. Oh, den gab's auch damals noch. Ja, stimmt, den habe ich mir, Alter, schön dahingestellt. Und im, ja, Tor die gute alte Kasse. Das ist, ey, ich schwöre, also, ich wollte Casillas aufschreiben, aber ich hab gedacht, du kannst nicht jedes Mal Casillas, ja, nehmen. Das wird, mir, das wird mittlerweile mir, zum Klassiker bei dir, Alter. Ich dachte mir, ganz ehrlich, ich mach's jetzt nochmal. Wer reizt denn vielleicht nicht? War das, wird ein Klassiker langsam bei dir, dass du immer Casillas hast. Ich sag mal so, ich habe einen aufgeschrieben und, ja, ich habe drei aufgeschrieben, aber einen erraten ist ja eh egal. Ich habe Puyol erraten, Piqué und Reina noch aufgeschrieben. Ich dachte, du gehst nicht über Casillas, Alter. Ich dachte, ja, du gehst diesmal über Reina. Ey, der geht wieder über Casillas, ey. Diesmal muss ich auch. Ich hatte ja vorher Ramos da drin, deshalb wollte ich diesen Triple Link mit Spanien, ja, machen. Aber dann war Ramos, ja, raus, dann habe ich gewonnen. Aber hätte auch mit Reina geklappt. Das war's, ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne like, das gerne Abo. Oder ich habe gewonnen. Schauen wir, wer das nächste Mal gewinnen wird. Checkt meinen Bruder den Kanal aus. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und ja, falls ihr nicht abonniert habt, kostet es abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Schreibt in die Kommentare, welchen Spieler beim nächsten Mal sehen wollen. Diesen Squad Battle und checkt noch meinen Job aus. Nein, ist es ein schwarz-weiß als T-Shirts, Pullover in Rot, Orange, Grün und Blau in den 4 Camouflage-Farben. Kissen, Schachtelmodel, nice. LED-Lampe wie immer am Start, Leute. Die Handyhüllen am Start. Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis. Autogrammkarte gibt's auch noch. Zur Bestellung dazu. Checkt aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Haut rein und ciao. Ciao.